So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 7:15 und es geht in einer knappen halben Stunde los nach Böllstein auf die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Ihr seht hier, ich habe jetzt noch eine kleine Erinnerung an meinen Unfall neulich. Aber mir geht es mittlerweile schon wieder viel besser. Mein Magen hat sich soweit beruhigt und ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das heute ohne weitere Probleme klappen wird. Ich habe gestern nicht mehr großartig viel gegessen, wie gesagt, nur eine Packung Reiswaffeln und ein paar Marshmallows und weiter nichts, sondern halt einfach ein bisschen Tee und Wasser getrunken. Nun, weil ich auch nichts heraufbeschwören möchte, bleibe ich erstmal nüchtern, außer dass ich halt trinke. Also, ne, Wasser und Tee halt, aber das auch nur in gewissen Mengen. Und wenn nötig, später dann nochmal irgendwas reinschiebe oder so, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich halt nichts esse, dann habe ich eine bessere Kontrolle bei meinem Bauch, habe nicht so ein Wölle-Gefühl und der ist nicht so aufgebläht. Naja, jetzt mache ich mich erstmal langsam fertig und dann geht's los. Das stört nur nicht. Wer trocken wer will, muss trocken essen, ne? Ja, das war voll wässrig, aber dann habe ich das zugemacht und jetzt ist es ein Klumpen. Der kippt doch Wasser nach, oder? Kannst du mir eine Flasche Wasser gemacht? Danke, danke. Und die orange Badehose. Ist das wieder eine neue? Nee, von Luxemburg. Ja, ich habe eigentlich eine blaue, aber von West Better Bodies. Aber die macht meine Taille so. Also die sitzt mir zu eng, die nervt beim Drehen. Die passt eigentlich von der Länge und von zu, aber beim Drehen ist die unangenehm. So ein, wie so ein Gürtel hat die oben, aber nur extra neu. Und hier, was ist das für ein? Oh, die 6300. Hier ist David Zirbes. Mit der Startnummer 37 vom Outpicture Mainz. Hier ist Richard Wendling. Die Startnummer 38 vom Body & Fitness Kaiserslautern trägt heute Marco Desch. Marco. Mit der 39 vom Sportnahrung Engel Trier, Fabrice Labatko. Marco Lächelt. Und die Startnummer 40 vom Body Extreme Fulda, Alexander Heckel. Schön, Fabrice, schön. So, ein bisschen nach oben rutschen, mal ein bisschen hoch. Ja, so. So, wunderschön. Und Luft raus, Fabrice. Sehr gut. Jawohl. Marco, Bein eindrehen. So, Luft raus, komm. Eine vierte Drehung nach rechts. Eine vierte Drehung nach rechts. Schön, Fabrice, sehr schön. Eine vierte Drehung nach rechts. Und eine vierte Drehung nach rechts. Und komm, Fabrice, richtig die Luft raus. Tauschen wir nochmal durch, ja? So, 40, 39, 38 nach hinten. Ihr rutscht einmal auf. Hier, hier und hier. Wunderbar. Komm, zeig dich. Und Fabrice Bauch. Jawohl, schön. Marco! Eine Vierteldrehung nach rechts. Sei schon dran, sein Kopf gibt. Genügende Zähne. Lächeln. Eine Vierteldrehung nach rechts.
eine Vierteldrehung nach rechts. Und eine Vierteldrehung nach rechts. Ist noch ein Tausch gewünscht? Dann, wenn das Publikum euch auf die Bühne holt, eine Minute Postdown für euch. Hier sind die Männerphysik 3 über 1,80. Komm, gebt ihnen euren Support. Sie haben lange Diät gemacht. Die freuen sich über jeden Applaus. Auf geht's. Feuer frei in Wölstein. Dann beginnen wir mit der Siegerehrung. Platz Nummer 5 geht an die Startnummer 38. Marco Desch, Body & Fitness, Kaiserslautern. Der vierte Platz geht ans Aktivsport Trier. Startnummer 36, David Zirbis. Platz Nummer 3 trägt die Startnummer 37, Richard Wendling. Auf den Schmerz. Platz Nummer 2 trägt die Startnummer 39, Fabrice Navaco, Sportnahrung Engel Trier. Und der Sieger mit der Startnummer 40 von Body Extreme Fulda. Hier ist Alexander Hickel! Ja, bitte Platz 4 und 5 die Bühne verlassen. Genau, noch ein Siegerfoto. Genau, schön. Auf Siegerfoto. Schön lächeln. Ja, ja. Alles gut. Jawohl, bitte Platz 2, 3 nochmal bitte die Bühne verlassen. So, ihr habt ja jetzt vorhin gesehen, ich wurde leider nur Zweiter. Und obwohl jetzt meine Platzierung wesentlich besser war, als es letzte Woche der Fall war, bin ich überhaupt nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich würde mich nicht als schlechten Verlierer bezeichnen, aber ich fand die Platzierung nicht gerechtfertigt. Ne? Das haben viele andere auch gesagt. Und ich meine, ihr seht es ja selber ein bisschen an den Bildern und könnt das vielleicht selber nochmal etwas anders beurteilen. Vielleicht seht ihr das anders. Auf jeden Fall hat der Gewinner meiner Klasse auch gleichzeitig den Gesamtsieg geholt. Was ja, ist halt nochmal so, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mich ja trotzdem für die deutsche Meisterschaft qualifiziert und dann mal schauen, dann geht's nochmal dahin in 2 Wochen. So, endlich in Trier angekommen. Zum Abschluss gehen wir noch Burger essen, weil Noah unbedingt Burger essen möchte. Zimmer deinen Bauch, Noah. Der ist besser als deiner. Ja, genau. Der Schultern sind. Zeig mal deine Schultern. Ja. Oh mein Gott, schaut euch mal diese dicken Schultern an. Oh mein Gott. Oh Mann. Was war das denn? Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Ja, meine Schultern. So, Michel. Zeig mal deine Schultern. Die sind nicht so dick wie Noahs. Oh, krass. Ja. Siehst du nur, du hast die dicksten Schultern in der Runde hier. Ja, das ist geil. Ja, das ist crazy, ey. Brutal. Okay. Oh, hier, Melissa, das sieht aber gut aus. Was hast du Elektris? Falafelburger. Und der Noah, der gönnt sich ein Double mit Beef, ne? Mhm.
Oh, und das ist meiner. Dankeschön. Oh, geil. So, was vor der Gruppenzwang. Genau. Also ich denke, einen Burger darf ich mir heute gönnen. Ab morgen geht die Diät wieder weiter. Und ja, dann machen wir es mal wieder langsam. Aber in 2 Wochen geht es ja wieder auf die Deutsche.